Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Metro Exodus. Bam! Lebst du noch? Habe ich dich noch nicht getötet wieder? So bin ich. Aber nur weil ich gestorben bin, weil ich hier runtergesprungen bin vorhin. Scheiße, ich musste der Scheiße ein Ende bereiten. So, nur K.O. geschlagen, nicht umgebracht, Leute. Es ist human, bevor wir uns gleich wieder... Aber guck mal, brauchen wir ja auch nicht. Wir kriegen ja auch so die Sachen. Dann ist ja gut. Wenn ich das weiß, ist das ja gut. Müssen wir ja nicht immer so ein Arschloch sein. Aber nachdem wir die uns hier genervt haben die ganze Zeit. Durch meinen eigenen Fehler, ja. Keine Frage. Oh, wenn wir gleich eine Werkbank. Weil ich hab auch diese komische Maske gefunden habe. Einfach mal, dass sie ein bisschen effektiver ist. So, was soll ich denn hier überhaupt machen? Alles töten. Alles getötet haben wir. Seht es am. Totenkopf. Ja, mit der, ja. Achso, ja, ich sollte das komische Ding da holen. Aber wollten wir hier nochmal nach dem alten Teddybär da hinten suchen. Und ansonsten hatte er uns auch erzählt, er hat überall hier so ein paar Lager aufgestellt. Natürlich nicht schlecht, wenn wir nochmal eins finden. Wir sollten uns natürlich auch erstmal... Ja, das Ding nervt mich auch, ne? Man ist ja gut, wenn er die ganze Zeit rumeiert. Oh, da sind wir 20 Millionen Krebse. Ich meine, man kann hier einfach weglaufen. Ist ja kein Problem. Vor den Viechern. Aber da hinten ging es jetzt halt gerade nicht, weil ich unbedingt das Boot nehmen musste, weil ich keine 5 Meter schwimmen konnte. Also loot-technisch ist hier nichts mehr. Sind wir doch dann jetzt, wo... Ach ne, das war da hinten die Insel, wo Frieden war mit dem Kran. Das ist ein anderer Kran hier. Okay, hier ist auch schon so ein komisches Nest. Komme ich aber wahrscheinlich gar nicht hoch. Geht schon wieder los. Alter, ich wollte eigentlich meine Maske annehmen. Ich hab das Mistig im Visier! Da unten, Leute, weg mal! Da ist der Dafür ist das Ding echt Bombe, ne? Die ist jetzt genau hier hinter der Wand, ja? Wir werden hier abgeschlachtet! Lauf, Jungs! Was ist denn da unten? Nein, du sollst nicht rüber! Schuss.
Mein Gott, wie langsam bin ich denn? Hey Leute, da ist der Schweinehund. So, erstmal heilen, nachladen. Keine Sorgen, ich finde dich schon, Junge. Tja, jetzt steckst du tief in der Scheiße, Kumpel. Verdammt, durch die Scheiße krieg ich noch eine Kugel in den Kopf. So von ausgehen. Ja, ich muss mich ein bisschen beeilen, ich habe nicht so viel Filter. Aber ich glaube, das Gröbste haben wir jetzt hier weggeräumt. Da oben müssen nur irgendwelche sein. Stimmen kamen auf jeden Fall von der Seite. Muss nachladen, Leute! Da an der Wand ist einer. Ja, komm mal rein. Tja, Leute, das Miststück ist irgendwo hier. So langsam werde ich richtig sauer. Ja. Willst du etwa mit mir spielen, du Schweinehund? Ich bin dabei. Da hat ein Schweinehund gleich einen ganz üblen Tag. Das habe ich so irgendwie im Urin. Hierher, er ist hier. Okay, da piekt einer und da. Naja, wir kommen das nicht mehr so weit weg. Ich dachte, die kommen, aber. Doch gerade einer gepiekt hier die ganze Zeit. Wo ist er denn mit seiner großen Fresse? Da ist der Scheißer. Ich hab den Dreckskerl im Visier. Aha, wo denn? Stirb, du verdammter Schweinehund! Ich hab das Miststück im Visier. Wir werden hier abgeschnitten von uns erwischt. Mach das auch mal. Ah, jetzt. Der Hurensohn ist hier. Alter, schieße ich dreimal vors Geländer oder was? Alter, wie viele sind denn da noch? Kann ja lustig werden. Alter! Ich hab das Miststück im Visier! Ich sehe ihn! Bei dem Waggon dort! Wird zu einfach, ne? Ich mach's kurz, Leute. Der Schweinehund versteckt sich. Und in 5 Minuten will ich seinen Arsch hier auf den Tablet. Da ist der Scheißer. Bekommen. Der Hurensohn ist hier. Kollege, mit den Tönen, ne? Also er sollte downsauen hier. Der Waggon, da hat sich der Dreckskerl versteckt. Ja, da kommt doch auch her. Der Hurensohn ist hier! Da ist noch einer.
Ich würde ganz gerne mal an die Leichen dran, ja. Jetzt habe ich aber alles, was draußen war. Da ist nochmal Licht. Mein Gott. Was hat das uns jetzt gekostet, ey? Du hast ganz schön große Fresse, wenn du der Letzte bist, Junge. Ich geh hoch. Liegen so viele Leichen. Große Fresse haben, ey. Okay, es sind auf jeden Fall noch zwei. Na gut, ein First Aid Kit wäre noch nice. Guck mal eben, ob ich noch eins machen kann und dann gehen wir los. Push it. Noch nicht. Scheiße, das sollte ich besser aussehen. Würde ich auch sagen, sieht das mal besser aus. Ob wir hier noch ein bisschen Loot haben. Können nicht mehr viele sein jetzt. Ein, zwei vielleicht. Aber die sind alle da drinnen in dem Gebäude. Sind noch ein paar. Nur die Ruhe. Ich bring den Scheißer einfach um. Nur die Ruhe bewahren. Genau, Alter. Durch die Wand oder was? Kein First Aid, ey. Durch die Wand, Alter. Sicherlich. Ein Hit, dann bin ich down.
fick dich auch gleich, Junge. Komm her. Das Miststück werde ich finden und abboxen. Da haben wir schon bessere gesehen als dieses Weichei. Oh, er kommt. Ja, komm! Wieder da rein, Idiot. Das Miststück ist also entkommen. Nein! Was willst du mir erzählen, Junge? Ach, genau, ey. Genau. Der Sauber, ey. Irgendwie die Ladehemmung, glaube ich, ne? Es waren jetzt keine 30 Schuss, die ich da durchgenagelt habe. Ist schon mehr dreckig. Komm her. Der Schweinehund hat eh zu viel Angst, um irgendwas zu machen. Alter, was ist? Jetzt mal ernsthaft. Ich hau ihm 6 Schüsse mit der AK rein. Sehr kurzer Prozess, wir gar nicht lang rumgefickelt. Oh, komm mal her. Leute, hier hat einer den Adler gemacht. Dich krieg ich doch, du Schweinehund. Weiß halt nicht von wo. Waggon. Du verdammter Hurensohn, ich zieh dich auf deinen Loch und schneid dich in Steifen. Da leg ich das mal einen neuen Spruch drauf. Oh, er kommt. Da ist der Scheißkerl! Der lebt noch, ne? Sein Ernst, ey. Okay, die anderen sind oben irgendwo. Du hast doch noch eine Waffe gedroppt vorhin. Arsch ist der Einsatz, ey. Immer hört sich aber schwierig an. Ja, was mal auf, wenn ich mit dir fertig bin.
Ja, mach nur! Versteck dich, du kleiner Schweinehund! Wir mucken dich trotzdem ab! Du lebst noch? Hey Mann! Quatsch mir nicht zu, Junge. Seit Hurensohn sagen und dann hoffen, dass du überlebst oder was? Nicht dein Ernst, ne? Jetzt haben wir deine Fresse gehalten, da hätten wir darüber reden können. Okay, dann geht's noch runter. Das ist auf jeden Fall der Waggon, den wir mitnehmen, denke ich. Mache ich noch ein bisschen Licht. Und mir natürlich auch. Ja, nach oben gehen wir auch noch. Ich wollte nur mal eben nach unten gehen. Ja, ihr seht ja die Wege, wenn man halt sneaky vorgegangen, ne? Ja, ich werde auch mal eine Mission sneaky machen, extra für euch. Weil seht ihr, ich bin nicht der sneaky Typ. So der Hauruck-Typ. Okay, jetzt bin ich ganz draußen. Boah, der alte Wal da draußen, der geht mir voll auf den Sack. Die ganze Zeit ist er dazu gegangen. Oh. Okay. Gut, hier haben wir alles. Jetzt gehen wir mal einmal hoch. Und da müssen wir gleich mal gucken, wo wir jetzt hier... was wir machen müssen, ne? Ach, hier suchen wir nur nach dem Teddy, ne? Oder was war hier? Guck mal, hier würde es auch eigentlich Benzin geben. Aber nein. Ja auch. Das ist aber mau jetzt hier, ne? Hier oben. Na, da gehst du hoch, oder was? Irgendwie ist auch mal eine Pfeife, ey. Gib mir Pilze. Okay. Alter, du kannst mir noch nicht erzählen, dass du nicht mal 10 cm springen kannst. Oh. Also die Schwächen für mich haben wir auf jeden Fall in dieser Aufnahmesession herausgefunden.
Sobald ihr schon so ein bisschen Blut am Bildschirm habt, solltet ihr nicht mehr von irgendeinem Waggon springen. Man sollte sich erst gar nicht mit irgendwelchen... Ja, hast du es jetzt schon ausgeführt hier? Ja. Mit irgendwelchen Viechern anlegen. Das ist reine Munitionsverschwendung. Die Munition, die ihr nicht habt. Es sei denn, ihr seid irgendwie... So ein PvP-Gott. Aber wenn ihr so eine normale Wurst seid wie ich, geht der Tier lieber aus dem Weg. Und hüpft nicht von jedem Dach. Frage ist halt, ob er sich regeneriert, wenn ich ihn jetzt zum Beispiel mal schlafen schicken würde. Aber ich kann ja auch nur an so bestimmten Dingern schlafen. Ich guck mal einmal jetzt hier noch hinten ums Gebäude rum, ob hier noch irgendwas ist. Unsere Maske ist ja auch defekt, sehe ich gerade. Kannst du die mal reparieren, bitte? Wäre natürlich auch früh aufgefallen, ne? Aber brauchen wir hier eine Maske? Weiß auch nicht, manchmal brauchen wir die nur am Anfang, ne? Und ich muss auf jeden Fall meine Tastenbelegung hier nochmal ändern. Für die nächste Aufnahmesession. Auch so ein bisschen, womit ich gerade nicht so klar komme. Okay, da sind wir gerade rausgekommen. Gut, wir sind durch. Ich habe das Tor aufgemacht. Ja, das wird der Waggon auf jeden Fall sein, aber... Ach, okay, das war gar nicht das Mist. Das war nur hier. Aber ich denke mal, das wird der Waggon sein, den wir holen werden. Den haben wir auf jeden Fall schon mal freigeräumt. Sollen wir nochmal hoch darüber, ob da noch irgendwas ist, aber ich glaube nicht, ne? Tö. Haben sich die Mühe gegeben mit den Graffitis hier. Ja, ich müsste mir halt erstmal First Aid Kit machen, ein bisschen... Munition eventuell, aber ich denke mal, ich werde nicht den Stuff dafür haben. Auf jeden Fall haben wir hier freigeräumt. Ich guck mal eben, was wir jetzt noch haben. Gut. Oh, hat doch ganz gut was gebracht hier. Ja, jetzt wollte ich mal eben gucken. Ich glaube, die muss extrem dreckig sein. Ach, kann ich ja gar nicht hier. Ist ja keine Werkbank. Standardlauf, Mündungsbrunnen bietet eine ordentlich Zielgenauigkeit, ohne dabei zu schwerfällig zu sein. Dieses leichten Lauf- und Mündungsaufsatz ist für Sturmgewehre verfügbar. Heißt was? Nehmen wir den Standardlauf. Oh, endlich haben wir Visiere, geil. Magazin haben wir schon, das große. Was haben wir hier jetzt noch? Roter Laser. Ja gut, dann machen wir besser, probieren wir das mal so, oder? Dann haben wir entweder Laser. Da brauchen wir dann nicht anvisieren. Oder für Distanz halt. Aber selbst auf Distanz geht der Laser, ja. Achso, kann man den eigentlich... Muss ich nochmal gucken, ob man hier Feuermodus umstellen kann. Gut, es ist weniger geblut geworden, oder? Ich warte mal, bis ich das First Aid Kit zünde. Ansonsten ein bisschen Muni wollte ich noch machen. Das machen wir noch eh, weil das vergesse ich sonst eh in der nächsten Dingens. Außerdem haben wir da eh mehr von, das passt also. Können wir uns mal hier ruhig 30, machen wir ruhig 40 Stück. Perfekt. Ja, hier wäre natürlich kein... Kann ich nicht hier ein Zielfernrohr drauf machen? Das wäre doch optimal, ey. Warte, wir gucken, lassen wir das immer... Ich tausche das mal, dass ich das mal hier käme Korn. So, habe ich das Zielfernrohr jetzt über? Nee, das ist immer waffenbedingt. Schade.
Ja, wenn wir hierfür irgendwann das Seefernrohr finden, dann ist das schon eine ganz gute Sniper, denke ich. Ja, hier die Schotte jetzt mit. Ich mache mal hier Kimmelkorn, denke ich. Weil da haben wir ja auch den Laser drauf. Na, wieder, das ist ganz cool. Hier haben wir halt auch den Laser. Komm, ich mach doch noch das Ding drauf. Ja, das soll es aber dann auch gewesen sein, Leute. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ja, immer wenn ich mich gerade wieder so eingegroovt habe hier mit den Herstellen und so weiter, muss ich leider die Aufnahme beenden, das ein bisschen schade ist, aber ich hoffe, dass ich nächste Woche, ja, das wird nichts kommen, zumindest hier, dass nächste Woche bei meinem Urlaub bleibt. Wir haben aktuell einen Krankenfall, aber hey, schauen wir mal. Wenn dem so ist, dann werde ich hier auf jeden Fall mal eine ordentliche Session hinlegen. Und werde den Krebsen dann aus dem Weg gehen, dass wir uns nicht so aufregen. In diesem Sinne, machen wir es uns hier gemütlich im Container hier. Hier im Stroh kannst du dich ein bisschen hinkauern in der Ecke. Bedanke mich fürs Zusehen. In diesem Sinne, Leute, haut rein. Bis demnächst. Ciao.